Ja, Mensch, Philipp, herzlichen Dank für die tolle Überleitung. Ein Dankeschön, Herr Bauhof. Wir möchten jetzt das Thema LED, ist das wirklich ein Gamechanger für die Industrie, diskutieren. Und da freue ich mich, dass wir tolle Gäste hier mit im Studio haben. Und eine Dame auch, Holly Steedman von der Integration Technology. Sie haben sie vorhin schon gesehen als Business Development. Herr Andreas Koch von Zeller und Gmelin, Leiter Farbtechnik. Dann Herr Dr. Volker Linzer von Sun Chemicals. Er ist verantwortlich für alles Produktmanagement Europa für UV-Verpackungsfarben. Und dann Herr Gallus Niedermann von Druckerei Niedermann, Geschäftsleitung dieser Druckerei. Und finally Herr Joachim Kranz von der IST Metz, Leiter Vertrieb Sheetfed. Ja, die LED hat ja letztlich die Beleuchtungsindustrie oder in der Beleuchtungsindustrie die normale Glühbirne abgelöst. Ist das denn auch ein Thema für die Druckindustrie, Herr Koch? Also ich denke, es trifft zu für die Beleuchtungstechnologie, weil LED fast nur Vorteile bietet und deswegen auch die Transition relativ schnell ging. Ich denke, im Bereich der Druckindustrie hat nach wie vor UV auch seine Berechtigung und viele Anwendungen funktionieren weltweit stabil mit UV. Das heißt, die Wechselmotivation ist noch nicht so groß. Deswegen denke ich, wird diese Transformation länger dauern und nicht so rasant wie in der Beleuchtungstechnologie. Herr Dr. Linzer, was meinen Sie dazu? Ja, das ist sicherlich richtig. Man muss auch immer noch bedenken, dass die LED-Technologie eine Eigenschaft hat, nur im längeren Wellenlängenbereich zu emittieren. Das wirft einige Probleme auf bei der Farbformulierung und die müssen wir erstmal lösen, diese Probleme. Die Druckerei Niedermann hat auf LED aufgerüstet. Sie sind der Anwender. Schildern Sie doch mal, was hat denn Sie dazu bewogen, auf LED aufzurüsten was sind denn die Vorteile da dabei? Letztendlich überzeugt hat uns eigentlich die rasche Sichtbarkeit der Zeitersparnis. Also dass wir überall bei der Arbeit selber gesehen haben, wie sie schneller wieder durch die Maschine gelassen werden konnte, ohne Nachteile wie Schmieren oder irgendwelche sonstige Probleme, wenn es nicht trocken ist. Und dann aber auch halt Hilfsarbeiten, wie das nicht mehr nötig ist, jeden Abend runterzuwaschen oder solche Nebeneffekte, die auch der Drucker natürlich als Komfort empfindet und relativ schnell dann auch entdeckt, was ihm an nötigen Arbeiten noch bleibt. Und dazu kommt natürlich auch die Skeptiker-Geschichte. Also einige aus der Crew hatten dann aber auch in die Waagschale geworfen, es gibt aber dann teure Farben, es gibt dann aber auch Nachteile, die zu überdenken sind, wie zum Beispiel halt bei der LE-Version war es dann die Diskussion Abozon und das hat dann auch letztendlich den Ausschlag gegeben, doch LED zu nehmen, weil es halt dann für die Mitarbeiter vernünftiger, gesünder ist und auch Abzüge und so weiter, Nebeneffekte im Bau nötig sind. Das war so das richtige Plakative. Dann gab es aber auch Puder zum Beispiel, der nicht mehr eingesetzt werden musste gegenüber der konventionellen Offset-Technik, wo man natürlich aber auch nicht nur, dass wir kein Puder brauchen, das wäre eine Nebengeschichte, nicht wirklich wichtig, aber die ganze Sauerei, die der Puder eben auch vollbringt in der Auslage, dann die Wartungsarbeiten, die dazu passen und so weiter. Es gab also doch ein paar große Argumente, die dann schnell überzeugt haben. Und lustig war, dass die Skeptiker ein Jahr später sich ganz klar dann allesamt dafür ausgesprochen haben, dabei zu bleiben und eben nicht zurückzuwechseln oder weiterzugehen. Es ist im Moment ganz klar der Renner, sage ich jetzt mal so. Okay. Was produzieren Sie auf der Maschine? Ja, da ist eigentlich der ganze Akzidenzbereich bei uns mit eingeschlossen, von der Visitenkarte über die Briefbogen, vielleicht auch mit der flächigen Rückseite, die immer wieder Probleme gibt bei der Laserdruckergeschichte. Das war auch gelöst, oder ein schöner Nebeneffekt, oder dann Broschüren oder Bücher. Aber es kamen auch neue Produkte dazu. Und da waren insbesondere so Plastik- oder Folienmaterialien, die gefragt wurden in Sachen Regalstopper, zum Beispiel, oder Lentikularfolien oder so. Das sind doch Bereiche, die man sonst gar nicht angehen kann. Und das ist ein schöner Nebeneffekt, den wir
nutzen durften. Okay. Seit wann nutzen Sie die LED-Techniken? Das ist jetzt 3 Jahre. Okay, wunderbar. Aus Sicht der IST, was sind denn unsere Ansichten hier, diese Vorteile der LED? Herr Kranz. Ja, ganz klar. Ich würde mal sagen, der grüne Gedanke, der da mit reinschwingt, die Ozonfreiheit, die Quecksilberfreiheit, das ist natürlich ein Thema, was LED weiter voranbringt. Und auch viele unserer Kunden haben, ich denke aus Ihrer Sicht auch, Herr Niedermann, hatten das im Hinterkopf, dass man einfach eine etwas umweltverträglichere Technologie benutzen möchte. Das sind eines der großen Vorteile. Mhm. Und von der Integration Technology aus Ihrer Sicht die Vorteile für die LED-Technik? Ich sehe das von der Anwendungsseite. Zum Beispiel diese ganze Retrofit-Thema mit auch anderen Farbtechnologie, zum Beispiel Seabrook. Die LED-Systeme sind einfach kleiner gebaut und brauchen weniger Platz. Und das macht auch dann diese Geschichte mit Integrieren einfacher. Mhm. Und ich sehe das auch als einen riesen Vorteil für LED, weil die Chemie jetzt entwickelt weiter von der LED-Seite. Das ist dann alle die so verschiedenen Farbtechnologie oder Coatings und Lach, die machen auch LED-Produkte jetzt. Und wir sind dann dran mit diesem Thema, diese Systems. Wir sind bereit, diese zu integrieren in diese Bereich. Okay. Gibt es denn irgendwelche Einschränkungen mit der LED-Technologie? Ich denke, das hängt ein bisschen von der Chemie-Seite. Das ist immer ein Thema. Das Chemie-Seite müssen dann ein bisschen Catch-up machen, sozusagen. In einigen Bereichen oder einigen Markt, das ist fast nur LED-Farbe, so typischer Wide-Format-Druckbereich zum Beispiel. Aber andere Anwendungen, Industrieanwendungen, das braucht ein bisschen mehr Zeit, ich denke, von der Chemie-Seite. Mhm. Herr Kranz? Ich denke, es gibt schon auch weitere Einschränkungen, zum Beispiel im Bereich von Food Packaging. Mhm. Da gibt es das Thema der Migration. Das Thema ist noch nicht vollständig gelöst. Da gibt es Einschränkungen, ganz klar. Und weiterhin würde ich mal sagen, bei manchen High-Speed-Anwendungen haben wir auch Einschränkungen von der Power, von der Formulierung her, der Farben und letztendlich auch in der Breite der Bereitstellung der Farben haben wir Einschränkungen. Also gerade im metallischen Bereich und so weiter gibt es doch auch noch Limitierungen. Mhm. Gibt es denn, Herr Dr. Linzer, Anwendungen, die nur mit der LED-Technologie möglich sind? Ja gut, ein Vorteil und der gleichzeitig ein Nachteil ist die gute Durchhärtung oder Tiefenhärtung, die so ein System bringt. Oberflächenhärtung ist halt eben nicht so gut, aber die Tiefenhärtung ist sehr gut bei diesen Lampensystemen und dadurch können halt hohe Schichten gut gehärtet werden, die gefüllt sind mit Pigmenten oder anderen Füllstoffen. Mhm. Und das kennt man ja auch aus der Zahntechnologie, wo LED-Materialien als Füllmaterialien benutzt werden. Und da sind die Schichtdicken natürlich wesentlich höher als beim Druck. Kennt das bei einer ITL auch die Anwendungen, die praktisch nur für die LED möglich sind? Ja, ich habe in meiner Präsentation vorher gesprochen. Eine großer Vorteil ist in diesem Bereich, wo wir können die Wassergekühlt-Systems integrieren, wo Luftbewegung ist nicht möglich. Zum Beispiel Reinraum, diese Glovebox-Anwendung. Mhm. Das ist ein Thema mit dem Lüfter, das dann stört anderen Prozess ist drin. Mhm. Da ist natürlich dann mit dem Wassergekühlt-System dann ein riesen Vorteil zu haben. Das sind die beste so Beispiel ich habe, ich denke, ja. Okay. Wie lange hält denn so ein LED-System die Lebensdauer? Wir sagen immer 5 Jahre. Das ist unterschiedlich, wie oft das ist benutzt, aber der Vorteil natürlich mit LED ist, dass es nur an, wenn das ist dann, wenn das Prozess wenn das müssen der Hartungsprozess ist, dann benötigt. An der anderen Seite, das ist dann ausgeschaltet. Und da
ist, wo kommt denn diese Sparen und diese lange Life von der LED-Seite her? Okay. Die Lebensdauer bei der IST für LED-Aggregate auch 5 Jahre? Wir geben es in Stunden an. Mhm. Der Herr Kirsten hat es gerade vorhin sehr schön gezeigt. Wir sagen in unseren Broschüren 20.000 Stunden, Betriebsstunden. Wir haben bei uns im Dauerlauf mittlerweile ein Aggregat mit über 25.000 Stunden im Betrieb. Funktioniert immer noch. Es ist etwas schwierig, da eine ganz harte Aussage zu treffen, aber 20.000 Stunden so als Wertangabe. Mhm. In Abgrenzung zu UV-Lampe? Deutlich länger. Eine UV-Lampe, die hält mehrere hundert Stunden, kann auch 1.000 Stunden betragen, je nach Applikation. Und da ist einfach eine Normalität, dass die UV-Lampe regelmäßig gewechselt wird. Mhm. Währenddessen bei einer LED-Applikation man davon ausgeht, im besten Fall gibt es eine Lifetime, die ist 20.000 Stunden. Und wenn nichts kaputt geht, hält die dann eben durch. Mhm. Bei LEDs wird immer von Energieeffizienz gesprochen. Herr Niedermann, haben Sie da Erfahrungen, wie denn die Effizienz dieser LEDs denn bei Ihnen in der Fertigung dann? Aus der technischen Sicht kann ich jetzt da nicht so viel dazu sagen, aber was mir faszinierend gebracht hat, ist eigentlich die Taktung, oder? Dass jeder Bogen angeschaltet wird, nach jedem Bogen wieder abgeschaltet wird, dass die große Verlängerung wird im Jahr. Aber es summiert sich dennoch und vor allem, dass es halt der letzte Bogen geht auf den Stapel, dann schaltet die Lampe aus. Mhm. Die LED-Lampe hat da ihre Qualität, dass sie eben nur leuchtet, wenn sie gebraucht wird. Mhm. Und damit auch meiner Meinung nach die 20.000 Stunden dann realistisch werden. Also ich gehe davon aus, die Lampe überdauert die Maschine. Und das ist natürlich für mich als Unternehmer spannend. Mhm. Herr Kranz? Und wenn ich noch hinzufügen darf, genau, das ist ein guter Punkt, dieses Aus- und Anschalten. Das ist genau ein wesentlicher Punkt für die Energieeinsparung im Bereich von LED. Das ist nicht nur zwischen den Bögen, sondern auch bei Ihnen. Ich weiß, Sie machen auch viele Short-Run-Jobs. Das heißt, bei den Waschzyklen zwischendrin und so weiter wird die LED sofort ausgeschaltet und verbraucht keine Energie. Oder nur minimale Energie, im Gegensatz zur Lampe, die eigentlich in einer Standby-Situation bleibt und doch eben deutlich mehr Energie verbraucht. Mhm. Kann so ein System einfach repariert werden? Bei unserem High-End-System Loof 3, was wir jetzt auf dem Markt haben, ist es so designt, dass es repariert werden könnte, modular aufgebaut. Die sogenannten Leuchtmittel, das sind so 6 cm breite Module, die könnten von einem geschulten Anwender ausgetauscht werden. Mhm. Die hatten wir vorhin beim Einspieler vom Herrn Bauhof gesehen. Ganz genau. Frau Siedmann, bei Ihnen Reparatur einfach bei der ITL? Ja, wir bauen unsere Systems auch modular auf, sodass die LED-Modules können selber getauscht sein, falls das Machine ist im Betrieb sehr lange, zum Beispiel. Mhm. Aber wir finden normalerweise, dass Technology ändert sich, vor das Lampe ist kaputt, sozusagen. Mhm. Weil das LED-Technologie entwickelt sich. Und ja, normalerweise das LED-Lampe ja, ist schon alte Technologie, vor das ist kaputt gegangen, ja. Okay. Herr Kranz, wie ist denn die Abgrenzung ITL zur IST, wenn es um die LED geht? Mhm. Also erstmal, ITL ist eine Schwester-Tochter-Unternehmen. Und ITL hat sehr viele Applikationen im Bereich von LED. Wir IST haben auch LED und wir kommen von der Sheetfed, von der High-End-Seite her. Unser Loof 3 hat eine sehr hohe Leistung und jetzt kommt es, ist designt, dass es auf Abstand eine hohe Leistung bringt. Gerade im Bogen-Offset-Bereich müssen wir mit höheren Abständen rechnen und da ist unser System optimiert. Und bei ITL, da sind auch viele im Digitalbereich, kann man sehr nah an das Substrat rangehen. Mhm. Möchten Sie da noch ergänzen? Ja, ich denke, das stimmt. Genau. Ja, und wir sind in ein paar anderen Markt, das IST sind nicht dran, so wir kommen ursprünglich aus der Digital-Druck-Industrie, aber natürlich dieser Inkjet-Bereich ändert sich
und das sind mehr Industrieprojekte auch. Und wir sind auch dann in diesem verschiedenen Industriebereich auch dann aktiv. Okay. In den Medien ist gerade immer viel von UVC die Rede. Ja, das Thema Luftentkeimung. Gibt es denn schon UVC-LEDs? Und wenn ja, haben wir die im Portfolio? Gibt es schon, ja. Aber im Moment, das Leistung-Output ist noch nicht da, für das praktisch so Einsatz setzen. Das ist zu teuer für die Leistung, das zu kriegen. Gerade jetzt, das ist nicht möglich, das im Markt zu bringen. Das macht keinen Sinn. Aber diese Technologie wird weiterentwickeln. Wir haben das gesehen mit den anderen LED-Chips. Das geht schnell, relativ schnell. So das braucht eine gewisse Zeit, bis diese Technologie entwickelt sich. Ja. Mhm. Von der IST auch in der Entwicklungspipeline? Ja, ich sehe es ganz genauso. Das wäre interessant, UVC-LEDs zu haben. Ich persönlich würde das extrem begrüßen, aber wir wissen auch, das ist eine Technologie, ich würde es fast sagen, Quantensprung, dahin zu kommen. Und dieser Quantensprung ist noch nicht getan. Ja. Jetzt haben wir viel über die Technik geredet. Wie unterscheidet sich denn die Farbformulierung jetzt von einer gewöhnlichen UV-Lampe zu UV-LED, Herr Koch? Gibt es da Besonderheiten? Kann ich das austauschen oder... Also aktuell ist einfach die Rohstoffauswahl noch nicht so groß wie im Bereich der UV-absorbierenden Photoinitiatoren. Das heißt, da müssen auch die Rohstoffhersteller noch nachziehen. Für uns ist das Finden von Rohstoffen, das Rohstoffscreening noch eine Herausforderung. Das heißt, das Absorptionsmaximum der aktuellen Photoinitiatoren passt nicht genau mit dem Emissionsmaximum von LED. Mhm. Das heißt, wir brauchen relativ reaktive Farbsysteme. Wir müssen sehr viele Initiatoren reinpacken, um die Reaktivität zu bekommen. Es wurde schon angesprochen, wir haben das Problem auch etwas der Oberflächenhärtung. Die Tiefenhärtung ist gut, aber die Oberflächenhärtung stellt ein Problem dar. Das heißt, man muss schon sehr kreativ sein und muss auch schon, wenn wir im Bereich Offset gehen, schon bereits mit reaktiven Bindemittelsystemen arbeiten, um eben die Reaktivität auf den Stand zu bekommen, mit LED härten zu können. Das heißt, wir gehen schon neue Wege. Und auch da sind wir gefragt als Hersteller oder beziehungsweise als Formulierer, dass wir mit den Rohstoffherstellern in Kontakt treten und da auch Projekte anstoßen und versuchen, entsprechende Rohstoffe gemeinsam mit den Rohstoffherstellern zu entwickeln. Mhm. Aber ich denke, da sind wir auf einem guten Weg und da wird es in der nahen Zukunft auch dann eine größere Auswahl von High-Performing-Initiatoren für LED geben. Sehr gut. Herr Dr. Linzer, haben Sie da noch Ergänzungen? Ja, da gibt es kaum was hinzuzufügen. Was man vielleicht noch erwähnen muss, ist halt, dass die kommerziellen LED-Strahler im sichtbaren Licht emittieren. Das bedeutet, dass die Photoinitiatoren, die wir einsetzen, alle gelb sind und auch zukünftig entwickelte Photoinitiatoren auch alle gelb sein werden. Mhm. Ja, das muss man immer bedenken, wenn es darum geht, wenn man diskutiert, ob es Coatings gibt, die nicht vergilben oder ähnliche Dinge tun. Da müsste, um das zu erreichen, müsste doch die Leistung der LED-Lampen nochmal wieder erheblich verstärkt werden. Mhm. Wäre dann eine potenzielle Entwicklung Multi-Wave-LEDs? Ja, die Frage von Multi-Wave-LEDs ist natürlich erstmal eine Frage der Wellenlängen. Mhm. Und die momentan kommerziell angebotenen LED-Lampen, die für den Druck geeignet sind, die den nötigen Output bieten, emittieren sämtlichst im Bereich zwischen 365 und 400 Nanometern. Und das ist halt der sichtbare Bereich und ändert an der Effektivität, am Effektivitätsdefizit der Photoinitiatoren, die es heute gibt, nichts. Das bedeutet, ich formuliere eine Farbe für 365 genau gleich wie für 395. Von daher ist die Frage einer Multi-Wave-Technologie eigentlich nur die Frage, welchen Chip ich denn auswähle, welcher hat die beste Kosten-Output-Bilanz und vor allen Dingen auch Lebensdauer.
Sehen Sie das ähnlich, Herr Koch? Also ich kann mich da anschließen. Was für uns interessant wäre, wäre tatsächlich der Wellenlängenbereich unter 300 Nanometern, um dann tatsächlich diese Oberflächenhärtung zu bekommen und auch um schöne Oberflächeneffekte damit zu erzeugen, was ja auch möglich ist. Okay. Ja, und es würde ja dann auch wieder die ganze Bandbreite der Photoinitiatoren zur Verfügung stehen. Und dadurch würde natürlich auch kostengünstiger formuliert werden können. Wenn wir nach Asien schauen, ne, da tut sich ja extrem viel im LED-Segmentbereich. Europa, Nordamerika hinken da so ein bisschen gefühlt hinterher. Was ist Ihrer Meinung nach da der Grund dafür, Herr Koch? Also ich kann es jetzt sehr gut beurteilen aus dem Bereich Inkjet. Da ist es ganz klar so, dass die Maschinenhersteller natürlich später mit den Maschinen auf den Markt kamen als die Europäer und Nordamerikaner und von vornherein gleich mit LED gestartet haben. Also die haben diese Station UV gleich übersprungen und sind gestartet mit LED-Technologie. Und aus meiner Erfahrung sind auch speziell die Chinesen auch sehr schnell, was neue Technologie angeht. Die versuchen was aus, die probieren was, setzen es ein und fangen damit an. Hingegen ist so mentalitätsmäßig der Deutschen und der Nordamerikaner etwas zögerlicher. Dinge werden beobachtet, müssen genau getestet werden. Also ich denke, es ist eine Mentalitätsfrage. Und mittlerweile, was ich gehört habe, auch im Bereich Bogen-Offset, Akzidenzdruck, ist auch LED im Vormarsch bei den Chinesen. Also die sind einfach da schneller und innovativer etwas als wir. Herr Dr. Linzer, sehen Sie das ähnlich? Ja, das sehe ich ähnlich. Der Anwendungsbereich muss man immer betrachten. Und traditionell ist Asien nicht unbedingt der UV-Markt, der Verpackungsdruck macht. Ja, auch teilweise im Bereich, wenn man die Etiketten zum Verpackungsmarkt zählt, aber der Hauptverpackungsmarkt ist doch dominiert von traditionellen Lösemittelsystemen oder konventionellen Offset-Systemen. Und interessanterweise ist diese schnelle Entwicklung der LED-Technologie in einen Bereich gegangen, der normalerweise Domäne einer konventionellen Drucktechnologie ist, nämlich der Akzidenzbereich, und hat gar nicht die normale UV-Lampe als solche verdrängt wirklich. Oder auch neue Bereiche, wie eben erwähnt wurde von Herrn Koch, die der LED-Inkjet-Druck. Also es hat weniger damit zu tun, dass die Farbe jetzt reaktionsfreudiger in Asien wären, wie irgendwo in Europa, Nordamerika oder Europa. Ja. Leider nicht. Okay. Kann denn so ein LED-System nachträglich in jede Maschine eingebaut werden? Frau Stittmann. Ja, wie ich ja vorher gesagt, das geht relativ einfach. Lüftgekühlt für Beispiel, das ist nur ein Lampenkopf, das müssen eingebaut. Ja, da gibt es ein Netzteil, aber die sind auch normalerweise nicht so groß. Und wir können dann mit den Controller dann einbauen und das geht relativ schnell. Ja. Okay. Ich denke, für ESTs ist es auch die gleiche Geschichte. Genau die gleiche Geschichte. Wir haben ja annähernd jahrzehntelange Erfahrung im Retrofit-Business, im Nachrüst-Business mit Lampen. Und da, wo man eine Lampe in der Maschine integrieren kann, kann man eine LED-Lösung umso einfacher integrieren, weil ich brauche keine Luftabsaugung. Normalerweise sind die Aggregate deutlich kompakter. Also die Antwort ist, denke ich, von beiden Seiten ja, ist fast immer möglich. Sehr gut. Welche Vorteile hat denn eine normale UV-Lampe gegenüber einer LED-Lampe, Herr Kranz? Also eine normale UV-Lampe, lang etabliert, hat in manchen Applikationen einfach Vorteile. Insbesondere, haben wir vorher schon auch gesagt, im Food-Packaging-Bereich. Da kann man das Thema Migration besser handeln. Teilweise auch bei der Verfügbarkeit von Lacken und Farben im Spezialbereich, Metallic und so weiter. Da ist einfach die Verfügbarkeit für Lampen einfacher zu bewerkstelligen. Herr Dr. Linzer? Ja, absolut. Es ist halt der Wellenlängenbereich, den die normale Quecksilberlampe bietet. Ermöglicht halt die Formulierung mit
der gesamten Bandbreite von Photoinitiatoren, die wir zur Verfügung haben, bewerkstelligt sehr gute Oberflächenhärtung und dadurch lässt sich halt viele Spezialgebiete, insbesondere der Lebensmitteldruckbereich, realisieren. Wunderbar. Letzte Frage. Wenn wir jetzt mal von heute aus 10 Jahre in die Zukunft schauen, wo stehen wir denn da im Bereich LED? Haben wir dann die komplette Lampenwelt hinter uns gelassen? Ist dann überall nur noch LED? Was meinen Sie dazu, Herr Dr. Linzer? Also mit Sicherheit ist die LED-Technologie aufgrund ihrer Nachhaltigkeit natürlich eine Technologie, die weiter verfolgt werden wird. Und Bereiche, die nicht unbedingt Lebensmittelkonformität brauchen, also Drucke für die Etiketten oder im Akzidenzbereich oder in anderen Bereichen, wo nicht unbedingt schnelle Druckgeschwindigkeiten vonnöten sind, wird diese Technologie in den nächsten 10 Jahren Einzug erhalten und auch die konventionelle Quecksilberlampe verdrängen können. Mhm. Wie es im Bereich der Lebensmittelverpackung aussieht, ist jetzt schwer zu sagen. Unsere Hoffnungen als Farbhersteller liegen da in der Technologie von den kürzeren Wellenlängen Chips, die hoffentlich bald entwickelt werden, damit wir hier also wirklich was bieten können, um Herr Koch, in die Zukunft zu schauen. Wo stehen wir in 10 Jahren im LED-Segment? Also ich sehe es ganz ähnlich. Ich denke auch, die LED-Entwicklung steht auch am Anfang. Es ist eine relativ junge Technologie und wir hoffen natürlich als Farbhersteller sehr stark auf höhere Leistung, auf ein Multi-Wave-Spektrum, was uns die Formulierung einfacher macht. Mhm. Und ich denke auch, dass die Nachhaltigkeit, Energieeinsparung, quecksilberfrei und so weiter die Technologie beschleunigen wird. Einfache Handhabung, einfache Bauweise. Deswegen gehe ich davon aus, wenn die Technologie entsprechend nachzieht, dass wir in 10 Jahren bestimmt eine Dominanz von LED-Technologie haben werden. Mhm. So mehr in dem Bereich UVC dann, Multiwave. Genau. Und Herr Niedermann, in 10 Jahren haben Sie alles auf LED aufgerüstet. Ja, ich habe gesehen, dass der Digitaldruck ja auch die Option bietet, Wasser oder eben doch UV. Wir haben uns für UV entschieden, weil wir halt auch die Vorteile wieder gesehen haben, auch von der Schichtdicke, die wir jetzt erzeugen können, dass wir also brillanter drucken können. Das ist halt die Frage, gleich wie andere oder besser sein. Das muss jeder für sich beantworten. Es wird also durchaus eine Tendenz geben, aber es wird auch andere Systeme wieder auf den Markt kommen können, die eben auch ökologische Vorteile bieten, was ja eben dann das Wasserargument ist beim Inkjet. Und insofern kann ich nicht sagen, ja, es gibt nur noch LED. Es wird wahrscheinlich die konventionelle Straße, wo es eben nicht gebraucht wird, wo es nicht zwingend UV sein muss, die werden natürlich versuchen, das zu umschiffen. Und trotzdem glaube ich daran, dass viele wirtschaftliche Argumente dennoch dafür sprechen. Mhm. Frau Siegmann, in 10 Jahren LED. LED. Well, für mich die Hauptpunkt, ich denke, ist, dass LED sind jetzt in vielen Markt, nicht nur in einem Markt, zum Beispiel für, dass wir nur in der digitalen Markt. So ich denke, wir haben dieser Punkt erreicht, wo ist es nicht nur eine Trend, das bleibt jetzt. LED bleibt in der Markt und wir haben diese so Tipping Point erreicht, wo das sind viele Anwender jetzt, das benutzen das und so für mich, das ist ein richtiger Punkt. Wir haben das Ziel erreicht. Herr Kranz, in 10 Jahren LED. Ja, ich kann dem eigentlich nur zustimmen. Die Tendenz Richtung LED ist da. Wie schnell jetzt LED die Lampe verdrängt, ist schwer zu sagen. Aus meiner Sicht, wenn die LED-Herstellung Richtung kurzwelligen LEDs einen Sprung macht, dann kann das ganz schnell gehen. Mhm. Da gibt es noch andere Einflussfaktoren wie ROS und so weiter, wie die Legislative. Und das kann die Geschwindigkeit deutlich beeinflussen, wie schnell LED-Lampe verdrängt. Ob das in 10 Jahren schon passiert ist, wage ich zu bezweifeln, aber die Richtung geht dahin.
Wunderbar. Vielen Dank. Dann sind wir schon auch am Ende. 30 Minuten sind schon um. Ich denke, wir sind tipptopp in der Zeit. Ich bedanke mich an die Gäste. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. War sehr, sehr interessant. Ich hoffe, Ihnen, liebe Zuschauer, hat es auch ein bisschen Einblick in die Thematik gegeben. Und ich gebe zurück an Maxi. Viel Spaß und bleiben Sie dran. Ja, vielen Dank. Wow, ein toller, ein spannender Talk, den ihr da rumgebracht habt mit vielen spannenden Inhalten. Sehr gut, dass wir so weit gekommen sind. Und